Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrter Stream, willkommen zum AK4 heute. Simone ist entschuldigt und Stefan kommt, glaube ich, gleich noch. Und dann können wir zumindest schon mal anfangen. Kai ist auch entschuldigt. Ja, wir können erstmal durchgehen, was wir fürs nächste Plenum und übernächstes Plenum und überübernächstes Plenum so alles anliegen haben. Und dann würde ich euch gerne über den LEP noch mal kurz sprechen, bevor wir zu den Ausschussdingen kommen. Ich habe hier eine Liste von Dingen, die wir schon beim letzten Mal genannt hatten, die demnächst kommen, aber ich frage euch erstmal, habt ihr noch irgendwas, was in das nächste oder übernächste oder überübernächste Plenum geht, was wir besprechen sollten an Antrag oder Ähnliches? Ich habe nichts in der Pipeline. Ich habe jetzt einen Berichtsantrag für den Umweltausschuss gestellt. Ich werde noch einen zweiten stellen für den Mai-Umweltausschuss. Aber Plenaranträge habe ich im Moment nicht in der Pipeline direkt. Müssen wir mal gucken, was so kommt an Themen. Also ich plane jetzt nichts Konkretes gerade. Also wir werden bestimmt dann endlich mal was zu Smart Mietern, Smart Grids und Smart sonst was machen, aber ganz genau ist das noch nicht festgelegt. Gemeinsam mit unseren Datenschutzleuten auf jeden Fall. Ja, ich ergänze noch für das, was wir letztes Mal schon hatten, aber eine kleine Aktualität erfahren hat. Einführung eines Kies-Euros. Hat ja Simone schon zweimal, glaube ich, darüber berichtet. Und da sollte vorher ein Antrag auf dem LPT abgestimmt werden. Der wurde jetzt abgestimmt. Ebenso haben wir aus dem Verkehrsbereich einen Antrag zu Nordrhein-Westfalen braucht ein Landesluftverkehrskonzept abgestimmt. Auf dem Landesparteitag. Und insofern ist das eine schöne Vorlage oder eine schöne Beauftragung, damit wir dann, dann auch einen Antrag diesbezüglich stellen können. Ich sage dazu, Landesluftverkehrskonzept wäre geplant kurz nach der Sommerpause im ersten Plenum. Und kurz vor der Sommerpause könnten Danebot und ich noch, das wäre zumindest so der Termin, den ich ins Auge fassen würde, noch einen Antrag stellen zum Landesentwicklungsplan, der unsere Position auch darstellt. Und dazu gleich noch ein bisschen mehr. Frank Herrmann überlegt sich, will ich da noch anfügen, für den April einen Antrag zur Pkw-Maut oder und E-Call zu stellen, jedenfalls was Datenschutz in dem Bereich betrifft. Das als Hinweis, ich selber bin ja im April-Plenum nicht da, aber andererseits, gut, Antragsfreitag war, wahrscheinlich hat er das doch mal aufgeschoben. Gut. Es ja. Kam irgendwie eine E-Mail über die Liste, dass er den Antrag noch einreicht? Nein, insofern, ich habe eben gerade nicht dran gedacht, dass der Antragsfreitag ja schon war. Insofern kommt das wahrscheinlich jetzt doch nicht im April von Ihnen. Zu wann wollt ihr den Antrag machen? Ich würde persönlich sagen, dass wir das eigentlich vor der Sommerpause machen müssen und insofern das Juni-Plenum, also so praktisch kurz vor der Sommerpause anpeilen sollten. Ich frage vorab nochmal, bevor wir zum LEP weitersprechen, gibt es noch andere Pläne und sowas für Plenum-Anträge? Sich nicht. Dann, zum LEP der Hinweis, es gibt, beziehungsweise ich sehe persönlich die Möglichkeit, dass wir das im Juni dann machen sollten, also vor der Sommerpause. Und hängt natürlich auch ein bisschen daran ab, wie der Zeitplan der Landesregierung ist. Morgen ist Stefan Hochstadt wieder da. Vielleicht können wir ihn zusammen mit Linus bitten, da mal nachzuschauen,
wann, wie denn der aktuelle Zeitplan aussieht? Oder hast du irgendwie Infos, Linus? Ach ja, nee. Es war zum Tarifvergabegesetz heute was in der Zeitung. Also wir reden ja gerade über den LEP. Ne? Den genauen Zeitplan, glaube ich, haben sie auch gar nicht benannt, wenn ich das richtig weiß. Also bisher weiß sind, ich auch noch Sie nicht. Sind also auch noch in der Phase, wo sie es bearbeiten. Da soll auch noch überarbeitet werden. Genau, so ist es. Ja. Also der endgültige Entwurf, über den dann der Landtag abstimmen würde, liegt ja noch gar nicht vor. Also wir wissen auch noch nicht, wann das kommt, aber ich würde ja damit rechnen, dass das nicht mehr allzu lange dauert, bis wir den zweiten Vorschlag kriegen. Hängt natürlich tatsächlich ein bisschen davon ab, wie das aussieht aus Seiten der Landesregierung, ob man irgendwie das daran anpasst. Dann zusätzlich zum Landesentwicklungsplan möchte ich noch berichten, dass wir ja eine Einladung aussprechen sollten. Also es haben sich Leute von den kommunalen Spitzenverbänden, IHK, Handwerkskammer, wollten sich mit uns treffen haben um Termine gebeten. Dann haben wir Termine genannt, die etwas weiter in der Zukunft liegen, weil ich das sozusagen von Joachims Büro übertragen bekommen habe, ich allerdings ja Anfang Mai nicht da bin. Haben die Termine allerdings nicht funktioniert auf Seiten der Spitzenverbände, IHK etc. Insofern wird jetzt ein neuer Termin gesucht. Wir müssen jetzt neue Terminvorschläge machen. Und dann gucken wir mal, dass das Treffen noch irgendwie im Juni stattfinden kann. Jetzt sollten wir natürlich erstens für unseren eigenen Antrag, zweitens auch um bei diesem Termin mit den kommunalen Spitzenverbänden plus Anhang gut vorbereitet zu sein und unsere eigenen Positionen klar vertreten können, sollten wir vielleicht da vorher daran arbeiten, dass wir erstens wissen, wie der Stand der Dinge ist, das hatte ich eben schon gesagt, mit dem Landesentwicklungsplan, wir nochmal wissen, wie der aktuelle Stand aussieht und dann natürlich, wie unsere eigenen Positionen genau aussehen. Die kennen wir zwar, intuitiv oder informell, auch dadurch, dass natürlich Danepot und ich dazu im Plenum schon mehrfach geredet haben, aber die Ausarbeitung der eigenen Positionen, so dass sie mal einmal schriftlich vorliegen und dass wir damit dann auch jeder Bescheid weiß und dass wir damit arbeiten können, das haben wir so in der Form noch nicht. Wir sollten auch gucken, was in dem Entwurf natürlich überarbeitet wurde, um uns darauf vielleicht auch noch dann zu konzentrieren. Und da müssen wir also jetzt etwas tun. So, jetzt habe ich hier schon eine schöne Liste von Dingen, die wir ausarbeiten und angehen sollten. Die ist auch schon thematisch ein bisschen sortiert, sodass man die theoretisch thematisch an Referenten verteilen kann, sich um die thematischen Dinge zu kümmern. Ich habe das allerdings so noch nicht rumgeschickt, weil dann jetzt der Termin sich doch, der kurzfristige oder der mittelfristige Termin sich erstmal zerschlagen hat und wir noch keinen Termin haben. Sollen wir uns dort vielleicht nochmal in einer extra Arbeitsgruppe zusammensetzen? Ja, mit jetzt. Stefan zum Beispiel auch, der dann morgen wiederkommt, was ich jetzt nicht wusste, aber weil er schon morgen wieder da ist, könnte man ja nochmal mit den Referenten, drei, vier Referenten zusammensetzen und dann das Paket durchgehen. Mein Problem an der Sache ist, dass er ja nur morgen da ist.
dann wieder weg und erst dann wieder da ist, wenn ich wieder weg bin. Insofern weiß ich nicht, ob wir vorher noch eine Arbeitsgruppe zustande kriegen. Der morgige Tag ist ja nicht unendlich lang. Ich halte jetzt aber erstmal fest, ich glaube, das ist an der Stelle wichtig, dass ja im Grunde für den Antrag aus Abgeordnetensicht sind, glaube ich, Danebot und ich wichtig. Also wir vertreten sozusagen dann in der Fraktion den Antrag. Unser Energieabgeordneter ist gerade nicht greifbar, wäre natürlich auch noch relevant. Und ich glaube, Daniel Schwert hat sich mit dem LEP nicht so wirklich beschäftigt. Den müssen wir im Grunde eher so den müssen wir halt im Grunde versuchen, so einzubinden, dass er Bescheid weiß, was wir machen. Allerdings natürlich der LEP hier im Landtag, vor allem bei Wirtschaft. Aber ich glaube, dass aus Referentensicht ihr vier, also Stefan Hochstadt und dann Linus Heidemarie Christopher, die seid, die wir zum LEP ansprechen müssen, beziehungsweise die thematisch dann dazu was arbeiten können. Linus? Ja, sehe ich eigentlich genauso. Ich würde eigentlich auch Kommunales noch mit einbinden. Die sind doch auch immer darauf bedacht, da nicht übergangen zu werden. Das ist ja insbesondere halt ein kommunales Thema. Da würde ich die auf jeden Fall mit einladen. Genau. Und ganz kurz, also grundsätzlich, also bevor wir uns dazu treffen, ich glaube auch, wir sollten uns nochmal vorbereiten, wäre mein Vorschlag, dass sozusagen die einzelnen Bereiche, die Oliver ja gerade angesprochen hat, vielleicht schon mal das zu Papier bringen, was sie schon haben oder was das Wesentliche ist. Und dann auf der Grundlage kann man sich ja nochmal treffen und das irgendwie zusammenschnüren zum Paket. So, also, dass wir uns nicht sozusagen in irgendeiner Arbeitsgruppe treffen, ohne dass schon klar ist, was wir haben. Das wäre mein Ansatz dazu. Ja. Ich glaube, ich schicke mal tatsächlich für morgen dann das rum, was ich hier habe. Wo vor allem Carsten ein paar Dinge einfach mal zusammengeschrieben hat, die wir sozusagen tun müssten, vor allem in einzelnen Gebieten oder wo wir nochmal nachrecherchieren müssten. Und legen wir die Stichpunkte fest, zu denen wir auf jeden Fall sozusagen schon mal was gesagt haben. Zu denen auf jeden Fall was zum LEP von uns aus kommen muss. Diese Stichpunkte geben wir dann an die einzelnen, wir sind dann ja fünf Referenten, um dann zusammen mit den Abgeordneten das zu Papier zu bringen, was eigentlich schon vorhanden sein sollte. Und dann haben wir eine gute Grundlage. Passt das? Und ich werde mit Stefan natürlich morgen auch nochmal drüber sprechen, dass das jetzt auf unserer Tagesordnung ist. Gibt es dazu noch Wortmeldungen? Carsten? Ja, was ich erst letzte Woche erfahren habe, viele Dinge, die in dem LEP dann zusammenkommen, werden ja in der Praxis schon ausgetestet. Da gibt es eine Modellregion, in der man das Siedlungsmonitoring anwendet, verschiedene Kriterien, die dort schon einen Praxistest erhalten. Und da könnte man sich vielleicht nochmal schlau machen, wie das bisher so läuft, was die großen Kritikpunkte daraus sind. Und die ersten Stellungnahmen aus 2013, die liegen ja vor, die sind immer noch gültig. Das heißt, die Papiere, die man als IHK, als Handwerkskammer und so weiter dann an das Ministerium noch übermittelt hat oder in den persönlichen Gesprächen mit dem Ministerium dann von 2013 an bis heute besprochen hat, die fließen ohnehin dann in den nächsten Entwurf ein oder in die zweite Fassung. Und wir können halt mit den Stellungnahmen arbeiten, die wir in 2013 erhalten haben. Also die sind immer noch die aktuellen. Und was dann in der Praxis passiert, ist halt dieses Modellprojekt und da kann man schon mal drauf schauen, was dann funktioniert hat und was nicht. Und da müsste man mal nachfragen, welche Informationen da zugänglich sind. Das könnte man schon
dann konkret tun, um sich auf die Arbeit in den nächsten Wochen dann vorzubereiten oder das nebenher schon zu betrachten. Also dass man nicht nur diesen Entwurf hat, der im Grunde ja ein Stück weit ein theoretisches Werk ist, sondern eben auch die Praxiserfahrung gleich mit einfließen lässt. Aber die Konflikte, die sind ja, glaube ich, schon ganz gut rausgearbeitet und das schickt Olli dann gleich rum und dann lasst uns da irgendwie zwei, dreimal mit beschäftigen und dann werden wir Positionspapier aufschreiben und das dann als Grundlage dafür nehmen, um den Abgleich vorzunehmen mit dem zweiten Entwurf und dann gegebenenfalls einen Antrag stellen oder das Positionspapier noch zu einem Antrag weiterentwickeln. Aber das sind 4, 5 Konflikte, die man auch schon in der Presse teilweise diskutiert hat. Ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr so viel Neues dazu. Man muss halt nur wirklich mal im Detail sich angucken, wie die Vorschläge, ob die so in der Praxis umsetzbar sind und ob die dann zu bürokratisch sind oder zu weitgehend sind oder uns nicht weit genug gehen. Und vielleicht versuchen wir dann auch so unsere Positionen im Umweltbereich, im Wirtschaftsbereich, Verkehr, Logistik, Siedlungsentwicklung ein bisschen besser aufeinander abzustimmen. Und wenn wir das irgendwie geschafft haben, in 2, 3 Terminen, dann haben wir unseren Beitrag auch geleistet. Ja, weitere Meldungen dazu? Erstmal nicht. Dann würde ich sagen, ja, Rednerliste können wir eigentlich noch nichts machen. Deshalb würde ich sagen, A17, Klimaschutz und Danebot hat da schon was eingetippt. Ich bin gerade dabei, das reinzuschreiben. Der sogenannte Umweltausschuss A17. Die letzte Sitzung fiel aus wegen des Flugzeugabsturzes in Südfrankreich. Das heißt, wir haben heute eine umfangreiche, beziehungsweise übermorgen eine umfangreiche Tagesordnung. Landesjachtgesetz ist dabei, Windenergieanträge der FDP, ein Bericht zur Milchpreisentwicklung, dann die Versalzungsproblematik von Werra und Weser, da gibt es auch einen Bericht, ein Gülleunfall an der Neietalsperre, wo ich auch eine Berichtsanfrage gestellt habe, Gender Mainstreaming im MKULNV, eine Vorlage, also ein Bericht, die PCB-Belastung im Steinkohlebergwerken und die möglichen Umweltauswirkungen, da gibt es 2 Vorlagen zu. Und damit ist also diese Erbfalldeponierung in den 90ern und Nullerjahren gemeint, wo sie da in den Steinkohlebergwerken in den alten einfach Giftmüll reingekippt haben, nicht rückholbar. Und jetzt ist das Problem eben, dass sie den Wasserstand dort unten erhöhen wollen. Sie wollen nicht mehr so viel Wasser abpumpen. Und der Klimaschutzplan NRW ist auch da, das Klimaschutzplänchen, das wenig Auswirkungen haben wird, so wie es aussieht, weil alles freiwillig ist und nur Empfehlungen und die Landesregierung eben, wie wir das von Anfang an auch im Klimaschutzgesetz kritisiert haben, einfach nur auf ihre eigenen Liegenschaften und ihren Grundstücke und Gebäude der öffentlichen Hand halt Auswirkungen hat und der Rest ist eben Freiwilligkeit und wird nicht viel bringen, ist die Befürchtung jedenfalls. Das ist die Tagesordnung. Wir haben nachher noch eine Sitzung, wo wir die Umweltausschusssitzung halt nochmal detaillierter vorbereiten. Wir haben zum Landesjagdgesetz und zu dem allem, was damit zusammenhängt, ein Positionspapier hatte ich dazu entworfen. Das hat der Landesparteitag am Wochenende angenommen, sodass wir da jetzt also auch einen guten Rückhalt haben für viele der Dinge, die ich da bisher vertreten habe. Ja. Den Kies-Euro, Carsten, hatten wir schon, als du nicht da warst. ja, gibt es dazu noch Fragen oder Ergänzungen? Nicht dazu direkt, aber ein fachübergreifendes Problem, zu dem ich eure Meinung bitte. Ihr wisst sicher, dass früher die Engländer ihr Hauptquartier nahe Mönchengladbach hatten. Das Gelände ist inzwischen übernommen worden von der Immobiliengesellschaft des Bundes. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die sich nennt. Und zum Naturschutzgebiet deklariert worden.
Nun ist es so, dass auf diesem Gebiet ABC-Waffen gelagert wurden und entsprechend auch Müll vorhanden ist. Das verschmutzte Gelände ist nicht als solches kenntlich gemacht, sondern da liegen einfach nur ein paar Baumstämme über den Weg, damit nicht jeder da aus Versehen reinstolpert. Die Häuser der Tommys stehen leer. Kein Wunder, sie lassen sich nicht verkaufen, denn die sind asbestverseucht. Nun ist man auf die geniale Idee gekommen, das eignet sich doch bestens zur Unterbringung von Flüchtlingen, die dann A, in diesen Häusern wohnen mussten, B, natürlich unbedarft durch den angrenzenden Wald stromern und voll in das Gelände hineinmarschieren und dort vielleicht auch Pilze sammeln, die entsprechend vergiftet sind und. Das ganze Gelände ist nicht ordnungsgemäß ausgeschildert. Was also kann man da eventuell tun? Da würde ich sagen, das ist ja, gehört ja jetzt der Bundesimmobilienverwaltung, ist die zuständig. Ich glaube nicht, dass wir im Land da viel machen können. Also man kann natürlich auffordern, dass das in Ordnung kommt. Das ist klar. Und dass man Flüchtlinge in asbestverseuchten Wohnungen unterbringt, das erinnert mich so ein bisschen an die 90er Jahre, wo teilweise Flüchtlinge in Gebäuden untergebracht wurden, die eigentlich feuer- und baupolizeilich gesperrt waren, die halt leer standen. Und dann hat man da Flüchtlinge reingebracht. Und das hat dann in Lübeck zum Beispiel auch dazu geführt, bei einer Brandstiftung, dass das ein Gebäude, das absolut nicht brandsicher war, auch wirklich runtergebrannt ist und da Flüchtlinge dann entsprechend auch verbrannten und erstickten. Und das geht nicht. Ne? Also entweder ist ein Gebäude für menschliche Behausung und Bewohnen geeignet oder nicht. Aber man kann nicht sagen, hier Apartheid, ne? Die Flüchtlinge kommen da rein und die Einheimischen dürfen es nicht. Das geht nicht. Also ich wollte selbst dort mich niederlassen und man hat mir versichert von jemandem, der dort mitgebaut hat, da ist tonnenweise Asbest verwendet worden. Ja, das ist so bei alten Gebäuden. Und dann ist das eben, wenn das nicht zulässig ist, dass man da drin wohnt, dann ist das nicht zulässig, fertig. Was ist mit dem Gelände? Also die haben da Waffen gelagert, aber die sind ja nun wahrscheinlich jetzt nicht sagen wir mal, kaputt gegangen. Da liegen jetzt, doch. Ja? Es gab darüber zwei Fernsehberichte, einen, glaube ich, vom WDR, den anderen vom Niederländischen Rundfunk. Das muss so 78, 80 gewesen sein. 78 weiß ich noch, da hat es sogar dort gebrannt. Im Atomwaffenlager. Solche lustigen Sachen sind dort passiert. Also das ist bekannt, ist auch durch die Presse gegangen. Aber man hat halt das ganz dezent dann überspielt. Du wächst krass drüber, ne? 30 Jahre ist eine lange Zeit. Die hatten auch dort ihre ABC-Klinik und also die Opfer sind dort eingebuddelt. Wenn wir im Landtag irgendwas dazu machen, wird die Landesregierung sagen, das ist eine Bundesbehörde, haben wir nichts mit zu tun. Ne? Ich weiß nicht, wie wir das... Wie weit haben wir eine Aufsichtspflicht als Land? Ich weiß nicht, wie wir das, wie wir da was machen können, so spontan. Aber da müssen wir uns halt was zu überlegen. Ne? Wenn wir das jetzt so auch spontan nicht wissen, muss man sich zusammensetzen und sich was überlegen. Die Flüchtlinge sind ja kontingentiert. Davon gehe ich mal aus. Und wo NRW die Flüchtlinge unterbringt, ist ja dann zumindest das unsere Sache. Ja. Da könnte man hintenherum das ganze Problem ansprechen. Läuft der normalerweise gut? Mönchengladbach war das, sagst du? Mönchengladbach. Ich finde dazu nichts, Entschuldigung. Läuft der normalerweise auch so, dass die Bundesimmobilienverwaltung erstmal das Ding dem Land zur Verfügung stellt, damit das Land da Flüchtlinge unterbringen kann. Also das macht der Bund ja nicht selber, zum Beispiel beim Bundeskontingent. Und dann kann das Land natürlich sagen, das muss erstmal in Ordnung gebracht werden. Die Liste mit den Amts eingetragen, wahrscheinlich ist es nicht mal eingetragen. Also was Kommune bekommt,
Also mein Problem an der Sache ist gerade, dass ich nicht so genau weiß, wie die Hintergrunddaten oder so ausstehen. Zum Beispiel, ob das eine Erstaufnahmeeinrichtung werden soll. Ich habe jetzt nach Presseberichten gesucht oder nach irgendwas, was irgendwo darauf hinweist, Presse, was denn da passiert. Ja, oder nach irgendwas diesbezüglich. Dreimal darfst du raten, warum nicht? Ja, aber ich brauche ja irgendeine Quelle, ja. Um zu erkennen, was denn da überhaupt ist, worum es überhaupt geht. Also, sagen wir es so, eine kleine Anfragen kann man natürlich immer machen, um auch weitere Informationen zu kriegen. Jetzt stimmt es das? Abgesehen, ja, zum Beispiel, abgesehen davon, ob man zuständig ist oder nicht, ist es völlig egal, weil es ist irgendwie in Nordrhein-Westfalen, es ist wichtig, also kann man natürlich eine kleine Anfrage stellen. Wenn das Land in irgendeiner Weise eine Zuständigkeit ist, ist es sehr viel einfacher, natürlich Antworten zu erhalten, als wenn es nicht zuständig ist. Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, soll es also sich eine Erstaufnahmeeinrichtung werden, für eine Landessache also, dann ist das Land natürlich originär zuständig, selbst dann, wenn das Gelände ja eigentlich dem Bund gehört, das haben wir in Düsseldorf auch den Fall, dass wir eine alte Kaserne haben und dort Flüchtlinge untergebracht werden sollen und dass eine Erstaufnahmeeinrichtung des Landes wird. Insofern ist es natürlich klar, dass das Land dann zuständig ist, auch wenn es sich um ein Gelände des Bundes handelt. Also gerade wenn natürlich es noch nicht klar ist oder gerade wenn es nicht in der Öffentlichkeit ist, gerade wenn es noch keine Presseberichte darüber gibt und gerade wenn darüber noch nicht diskutiert wird, ist natürlich eine kleine Anfrage das Mittel der Wahl, weil dann auch die Öffentlichkeit darauf aufmerksam wird, insofern, weil zumindest Journalisten diese kleinen Anfragen sich angucken, was da rausgeht und dann hat man und was auch wieder reinkommt. Und dann hat man natürlich da schon mal auch sowas, wo man auch darauf verweisen kann. Da kann man auch eine Pressemitteilung zu machen oder sich auf anderen Wegen einen Blogbeitrag oder sonst was, aber Pressemitteilung würde sich dann auch anbieten in dem Fall, machen, um dann mit Hilfe der kleinen Anfrage darauf hinzuweisen. Wenn man das nur so macht, ohne kleine Anfrage oder ohne auch irgendwo eine Antwort der Landesregierung, dann hat man ja nichts in der Hand und dann interessiert sich auch niemand womöglich dafür. Die einzige Alternative parlamentarisch wäre jetzt, da es ja um die Flüchtlingsunterbringung geht, hat natürlich auch was mit Bauen und mit Naturschutz zu tun, aber es geht im Wesentlichen um die Flüchtlingsunterbringung. Die Stelle ist sozusagen jetzt erstmal verantwortlich. Müsste man dann gucken, ob gerade vielleicht über Frank Herrmann irgendwas zu machen ist im Ausschuss oder so. Ja, also ich würde dann vielleicht Lara und Frank Herrmann kurz anfragen. Ich glaube, es ist zwar, hat zwar was mit Naturschutz und Bausubstanz zu tun, ist aber, ja, weil es die Aktivität geht ja von der Flüchtlingsunterbringung aus. Also müssen wir den Flüchtlingsbereich, der wird gedeckt von Frank Herrmann und Lara als Referentin, die vielleicht ansprechen. Ansonsten würde ich sagen, eine kleine Anfrage ist natürlich immer möglich und angebracht. Okay, mache ich. Danke. Noch was dazu? Gut, dann A18, das ist unser Wirtschaftsausschuss und Energie. Habt ihr was zu berichten? Aber immer doch. Wir waren letzten Montag auf der Industriemesse in Hannover, das war ganz interessant, zum Thema Industrie 4.0, also der Wirtschaftsausschuss. Das ist das eine. Wir haben jetzt am Mittwoch wieder Ausschuss. Da geht es jetzt unter anderem um das Tariftreue- und Vergabegesetz, wo jetzt die Evaluierung schon vorliegt. Das Gesetz wurde sehr frühzeitig evaluiert auf politischen Druck hin.
Und zwar so frühzeitig, dass eine Evaluierung erfolgt ist, obwohl die Kontrollstelle noch gar nicht personell eingerichtet wurde. Das heißt, es sind noch gar keine Kontrollen passiert oder nur sehr wenige. Und dementsprechend ist die Evaluierung eigentlich viel zu früh, weil ein Teil der Ergebnisse ist, dass der größte Schwachpunkt ist, dass bis jetzt keine Kontrollen stattgefunden haben. Wie gesagt, weil die Stellen noch nicht besetzt sind. Gut, ist aber nur ein Teil davon. Ich selber würde, das steht in dem Gesetz gar nicht direkt drin, aber ist damit im Zusammenhang zu sehen, gern an die Schwellenwerte ran, ab wann man eine freihändige Vergabe macht und eine beschränkte Vergabe. Es gibt drei Arten sozusagen, eine freihändige Vergabe, eine beschränkte Vergabe und dann die ganz normale Ausschreibung. Und da gibt es Schwellenwerte, ab wann welche Art von Vergabe gemacht werden soll. Transparency International setzt sich zum Beispiel stark dafür ein, dass die Schwellenwerte wieder gesenkt werden. Vor ein paar Jahren wurden die erhöht, um es unbürokratischer zu machen. Und Transparency International sagt halt, das lädt halt zur Korruption ein. Und im Baubereich darf man bis zu einem Auftragswert von 1 Million Euro zum Beispiel eine beschränkte Vergabe machen. Es sind relativ hohe Werte, die ja, wie gesagt, vor 4-5 Jahren mal hochgesetzt wurden. Und wo ich jetzt eigentlich ganz gerne, wenn wir uns dazu äußern, vielleicht mal in die Richtung gehen, dass man diese Schwellenwerte wieder runtersetzt. Also dass man ab einer geringeren Summe wieder eine normale Ausschreibung machen muss. Weil, ich meine, die Erfahrung hat ja gezeigt, dass gerade die Vergabe auch durchaus korruptionsanfällig ist. Ja. Genau. Insgesamt hat die Evaluierung gezeigt, interessanterweise, man kann die Daten natürlich immer unterschiedlich interpretieren, aber meine Bewertung ist eigentlich, dass die Unternehmen es besser aufgenommen haben als die staatlichen Stellen. Die Kommunen zeigen, oder die Vergabestellen, die ja auch in den Kommunen sind unter anderem, berichten eigentlich von größeren Problemen als die Unternehmen selbst. Das ist ganz interessant. Also wenn man sagt, man muss dann nachkorrigieren, sollte man, glaube ich, auch darüber sprechen, wie man die kommunalen Vergabestellen irgendwie da entlastet. Genau. Ja, das wird debattiert. In ein paar weiteren Anträgen. Breitbandausbau ist natürlich wieder ein Thema. Da kommt eine Studie am 4. Mai, wird die vorgestellt beim runden Tisch. Runder Tisch Breitband, der ja eingerichtet wurde, aufgrund unseres ersten Antrages. Und das ist eine Studie von der NRW-Bank, wo mal für NRW durchgerechnet wird, was der Breitbandausbau jetzt konkret kosten würde. So, und dann gucken wir mal am 4. Mai. Die Studie ist mir noch nicht zugänglich. Ich hoffe, die jetzt bald zu bekommen. Und dann gucken wir mal, was alles drinsteht. Und das wird sozusagen der nächste Meilenstein sein. Richtig. Ja, das jetzt mal so zwei, drei Punkte aus unserem Ausschuss. Hast du was geschickt? Das muss ich mir nochmal genau angucken. Mache ich nochmal. Ansonsten immer gut, dass wir uns hier austauschen. Ich habe... als der Forschungsausschuss sagte, oh, wir müssten mal zur CeBIT fahren, gesagt, ach, auch für Forschung wäre eigentlich die Hannover-Messe viel interessanter als die CeBIT. Vielleicht kannst du das entweder bestätigen oder sagen, nee, das ist rein für Wirtschaftsausschuss interessant. Naja, wir würden das ja, wenn, dann 2016 machen. Gerade für den Baubereich, gerade für den Baubereich, also was ich gerade mit den Schwellenwerten gesagt habe, also falls ihr dazu noch weitere Informationen habt, gerade wie gesagt, im Baubereich liegen die Schwellenwerte ganz hoch. Ja, und oder wenn ihr, falls ihr negativ oder positiv Beispiele irgendwie habt, würde es mich freuen, weil ich, wie gesagt, das vielleicht nicht am Mittwoch, aber dann mittelfristig ganz gerne dann als einen unserer zentralen Punkte einbringen würde in unsere Debatte zum Tariftreue- und Vergabegesetz. Thank you.
Okay, wir haben morgen mit Stefan, habe ich ja schon erzählt, unseren Jufix, also mit beiden Stefans. Und dann gucken wir mal, dass wir das kurz auch anführen, dass das auf unserer To-Do-Liste steht. Sonst noch Wortmeldung zum Thema Wirtschaft, Energie. Bianca ja die Ausschussvorbereitung macht, muss ich da jetzt selber reinschauen. Ich kann noch ergänzen für Bergbausicherheit, dass der nächste Ausschuss Bergbausicherheit am 24. April leider auch noch in Klammern zu einem Überfluss in Dortmund stattfindet. Wie ihr wisst, kann ich nicht teilnehmen und ich kann ihn nicht vertreten. Und der ehemalige MDLer des Ausschusses, Lukas, kann ihn auch nicht vertreten. Und eigentlich kann es niemand tun. Danebot, der vielleicht möglicherweise thematisch da nah dran ist, auch nicht. Die Dortmunder auch nicht, die anderen. Und ich habe allerdings, hoffe, das habe ich Bianca schon weitergeleitet, ich meine ja, als einzigen MPL ausgemacht, dass Olaf das vielleicht einrichten kann und werft euch dann also mal sozusagen an ihn ran. Und ich hoffe, dass das dann noch klappt, Ende der Woche. Also der könnte das vielleicht hinkriegen. So, dann so. Jetzt an dich. Pardon, ich hatte nur die Tagesordnungspunkt, musste ich suchen. Es gibt einen tatsächlich relativ interessanten Tagesordnungspunkt zum Thema Energie. Das ist hier die Frage der CDU, von der CDU gestellt. Mit welcher Strategie verfolgt die Landesregierung die Pläne des Bundeswirtschaftsministers zur Reform des Strommarktes vor dem Hintergrund der zu erwartenden negativen Auswirkungen für den nordwestfälischen Energie- und Industriestandort? Da gibt es natürlich wie immer eine Vorlage. Zu diesem Thema war ich auch tatsächlich in der letzten Woche in Berlin zu einer Veranstaltung, wo die Hintergründe dieser zu erwartenden Entscheidung des Bundeswirtschaftsministers Gabriel vorgestellt wurden. Und sagen wir mal so, die Strategie, die von Seiten des Wirtschaftsministeriums gefahren wird, ist tatsächlich eine ganz clevere. Man versucht, wie so oft, geeignete Marktinstrumente zu finden oder zu setzen, um eine notwendige Einsparung der CO2-Emissionen zu erreichen. Das soll nicht so ausgestaltet werden, dass da Zwang ausgeübt wird, im Sinne von, ihr müsst jetzt 4 Kraftwerke abschalten oder 5 oder 6 oder 7. Denn wie die Betreiber von insbesondere Braunkohlekraftwerken damit umgehen, bleibt ihnen erstmal selbst überlassen. Sie können tatsächlich in gewissem Umfang ihre Kraftwerke weiter betreiben unter erschwerten Bedingungen. Man muss sich halt genau anschauen, ob das Instrument wirksam sein wird. Der Tenor bei der Veranstaltung war, wir wollen ja gar keinen Zwang ausüben, wir wollen es tatsächlich den Marktteilnehmern überlassen, aber das Ergebnis muss am Ende sein, 22 Millionen Tonnen weniger CO2-Emissionen. Also sagen wir so, das klingt ganz clever, es ist aber nicht so gedacht, also die Kritik ist, bleibt berechtigt, die wollen nicht Zwang ausüben, ihr müsst abschalten, sondern die wollen Randbedingungen verändern. Wie auch ein erhöhter CO2-Preis auf dem Handelsmarkt eine Randbedingung verändern würde oder eine CO2-Steuer oder eine Braunkohleförderabgabe, die wir mal gefordert haben. Ich halte das zwar erstmal für plausibel, glaube aber nicht, dass das so zielführend sein wird und bin gespannt darauf, was die Landesregierung dazu sagen wird, denn die befürchtet ja gerade die negativen Auswirkungen. Das hat ja Dün auch selber zum Ausdruck gebracht. Also wird ein interessanter Tagesordnungspunkt und man wird schauen, wie da Diskussion verläuft. Ansonsten gibt es nochmal Gift im Schacht. Das ist diese Geschichte mit der Flutung von irgendwelchen Tagebauern, wie heißt das Gegenteil dazu? Tiefbau nicht. Schachtbau, Dingsterbau, sorry, ich weiß es gerade nicht, also der Bergbau heißt das dann. Aber Bergbau heißt der Tagebau auch, ist auch Bergbau. Untertagebau, genau, danke Linus. Du aus dem Norden weißt es natürlich, wir hier aus dem Pott müssen da belehrt werden, weil das bei uns ja historisch ist. Immer wieder gerne. Also da ist aber auch der Umweltausschuss beteiligt, gibt es auch eine Vorlage zu. Und dann ist der Klimaschutzplan NRW auch auf der Tagesordnung des Wirtschaftsausschusses. Da hatte Dannebot ja schon was zu gesagt.
Gut, gibt es dazu noch Anmerkungen oder weitere Vorschläge, wie das heißt? Also wenn, dann mit Mikrofon. Gut, okay. Gibt es noch Sachen zum A18? Gut, Bergbausicherheit hatten wir ja kurz erwähnt. A02 ist das letzte Mal die Sitzung ausgefallen. Und zwar hatten wir dort einen Flugzeugabsturz und dann hat man sich gedacht, man lässt die Sitzung ausfallen und wollte ursprünglich sogar eine Sondersitzung einberufen wegen des Flugzeugabsturzes, später zusammen mit Germanwings. Und dann kam an dem gleichen Tag raus, dass der Co-Pilot die Maschine dort hat abstürzen lassen. Und dann sah sich der Minister doch nicht mehr imstande, dort im Ausschuss das zu behandeln. Naja, da haben wir den Ausschuss abgesagt. Die CDU fand das eh doof, da irgendwie eine Sondersitzung zu machen. Ich war auch durchaus überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das überhaupt im Ausschuss behandeln sollten. Na gut, jetzt findet am 7. Mai der nächste Ausschuss statt. Wir werden geplant einen Vortrag der Degis hören. Und ansonsten stehen dadurch, dass das verschoben wurde, mindestens noch auf der Tagesordnung Fernverkehrskonzept der Deutschen Bahn, Stationskonzept der Deutschen Bahn, auch zwei sehr spannende Sachen. Also die Deutsche Bahn hat so eine Stationsoffensive gemacht oder will das machen und hat diverse andere Dinge angekündigt, dass sie mehr Fernverkehrsstrecken wieder einrichten will. Aber da kann man natürlich tolle Fragen stellen, wie denn das aussehen soll und was denn die Bedingungen dafür sind. Sind die Bedingungen vielleicht, dass das Land NRW auch mit Geld Fernverkehrsstrecken finanziert, weil man vielleicht mit Nahverkehrsticket mitfahren darf? Solche Fragen kann man dann da stellen. Dann haben wir noch eine Präsentation Quartiersentwicklung durch Wohnraumförderung. Dann haben wir Anträge, mit denen wir dann dort etwas machen oder eine Anhörung beantragen, wie Dämmwarmbremsen und so weiter und so fort. Videoüberwachung transparent und nachvollziehbar gestalten kommt auch zu uns. Und zu guter Letzt werden wir eine Anhörung zum Thema autonomes Fahren, unseren Antrag beantragen. Und es findet eine Obleuterunde dann natürlich im Plenum statt und Stefan vertritt mich dort. Ja, das war der Kurzüberblick. Es gibt noch eine Kommissionsreise nach München. Auch da sind die Stephans unterwegs, und zwar ab Mittwoch. Und als kleine Info vielleicht noch, wir hatten eine Veranstaltung zusammen zusammen mit anderen Veranstaltern in Wuppertal letztens zum Thema Bürgerticket, Nahverkehr neu denken. Das war nach unserem letzten AK-Termin und nämlich kurz danach, wenige Stunden danach. Und die Veranstaltung lief sehr gut. Gregor hat einen wunderschönen Impulsvortrag gehalten und saß nachher auf dem Podium. Herr Boy, plus Referentin und Sachverständige der IK waren auch da. Natürlich haben wir auch Herrn Bell getroffen, der als von der Wuppertaler Verkehrsgesellschaft. Weil er Aufsichtsrat, ich weiß nicht mehr, was er dann da bei den Stadtwerken macht. Aufsichtsrat oder so, weiß ich nicht. Jedenfalls war er auch da. Gut, und wir haben uns sehr schön und konstruktiv ausgetauscht und waren am Ende durchaus schlauer. Und das Video hat Jaroslav bereits im Netz bei uns auf der YouTube-Seite veröffentlicht. Da kann man sich das alles nochmal angucken.
ansonsten hatten wir auf dem Landesparteitag auch nochmal Anträge zu unserem Themenverkehr und das kann man sich natürlich auch auf der Seite des Landesparteitages anschauen. Und ich habe ansonsten nichts zu ergänzen. Gibt es ansonsten noch etwas von euch? Fragen, Ergänzungen, Anmerkungen? Gut, nichts weiter. Dann ganz kurz zum Thema Parlamentariergruppe Bahn. Gibt es da was zu berichten? Nein, da gibt es nichts zu berichten. Da war ja so, dass die letzte Vorstandssitzung mehr oder weniger auf ein Minimum verkürzt wurde. Dann kamen die Osterferien und die ist jetzt neu angesetzt. Ich hatte das beim letzten Mal schon erklärt, ist jetzt neu angesetzt in der Plenarwoche jetzt, also parallel zum Plenum. Und danach kann man dann wieder was drüber berichten. Alles klar. Dann ÖPNV-Enquete haben wir den nächsten diesen Freitag. Nico vertritt mich und am 8. Mai ist die nächste Sitzung. Da haben wir dann Nulltarif, Bürgerticket und fahrscheinlosen ÖPNV auf der Tagesordnung. Gibt es ansonsten was wir vielleicht verkünden sollten zur ÖPNV-Enquete? Es gibt sehr viel, aber ich weiß jetzt nicht, was ich davon rausgreifen soll. Also wir werden uns jetzt am Freitag mit der Nutzerfinanzierung auseinandersetzen. Da wird jemand kommen, der eine Expertise dazu geschrieben hat, wie man die Nutzerfinanzierung intensivieren kann, also die Zahlungsbereitschaften auf dem Markt optimal abschöpfen kann. Genau, dann werden wir uns beschäftigen, wie das hier in NRW umgesetzt wird, im Landestarif. Und danach werden wir ein Statement von der ProBahn hören und werden uns damit befassen, ob diese Tarife denn überhaupt leistungsgerecht sind. Und ich denke mal, das wird eine spannende Diskussion. Um es rund zu machen, noch die Enquete-Kommission Chemische Industrie, EK2, kommt jetzt ins Finale und Stahlebott. Ja, wir hatten am Freitag eine recht kurze Sitzung. Wir haben eigentlich, alles war fertig und wir haben das einfach nur noch mal bestätigt. Der Bericht kann jetzt in den Druck gehen und dann werden die entsprechenden Abschlussveranstaltungen stattfinden, Vorstellung im Landtag mit Debatte, aber natürlich ohne Abstimmung, weil der Landtag nimmt das halt zur Kenntnis, diesen Bericht der Enquete. Ja, und dann sind wir damit durch. Jo, das wollte ich gerade auch sagen. Hat noch jemand was? Also Terminhinweise vielleicht? Das was? Terminhinweise. Jo, genau. Es gibt eine Seite in der Wiki-Seite des AK Kulmf, eine Unterseite Termine. Ich habe den Link ins Bett geschmissen. Da kann man also sich schön angucken, was so in der nächsten Zeit wichtig ist. Wir haben eine Veranstaltung des Ministeriums zu Schiefergasfracking in den Niederlanden in Aachen, jetzt am Donnerstag, da werde ich nicht hin können. Dann gibt es eine Anti-Braunkohlen-Menschenkette im Rheinland jetzt am Sonnabend. Da sollten bitte möglichst viele von uns da sein. Und diese Termine stehen da halt und noch ein paar andere. Diese Seite pflege ich also regelmäßig. Ich schreibe da die Termine rein, die für uns relevant sind in Nordrhein-Westfalen. Termine außerhalb von Nordrhein-Westfalen schreibe ich da nicht rein. Und jeder, der Interesse hat, sollte diese Wiki-Seite mal aufrufen, sich einloggen im Wiki und die Seite auf Beobachten stellen, weil dann kriegt er jedes Mal eine Mail, wenn da eine Änderung auf dieser Termine-Seite kommt. Also wenn alte Termine rausfliegen, die stattgefunden hatten und neue eingepflegt werden. Und es darf auch, weil es ein Wiki ist, jeder gerne Termine, die Ihnen wichtig sind, aus dem Themenkreis, von denen er erfährt, dort eintragen. Okay. Haben wir sonst noch etwas für heute? Ich warte noch bis 13 Uhr. Na gut, dann
schließen wir die Sitzung für heute. Ich danke Jaroslav, die gute Begleitung heute wieder, euch allen fürs Kommen und Mitmachen, und dann sehen wir uns. Ach so, doch, ach, eins habe ich vergessen. Aber das können wir auch außerhalb der Sitzung machen. Aber der Termin für die nächste Sitzung, ich frage euch, ob ihr denn in 2 Wochen da seid. Ich bin nicht da, ich würde vielleicht ansonsten an Danebot oder so übergeben. Ich bin nicht da, weil ich überhaupt in diesen 2 Wochen, also ich komme am 7., beziehungsweise ich komme am 7. Mai in den Landtag, und ich bin ansonsten bei meinem Sohn im Krankenhaus und bin dann nicht verfügbar. Zum AK komme ich dann nicht. Die Frage ist, wer da schon alles im Zug nach Berlin sitzt. Also theoretisch ist natürlich zu schaffen, hier die Sitzung zu machen und nach 13.30 Uhr erst loszufahren. Also da wäre jedenfalls noch Zeit genug. Aber vielleicht will der ein oder andere noch seine Sachen packen und alles. Also bei mir wird es auch schwierig. Wir haben Unterausschuss Klimaschutzplan. Ne? Und da denke ich mal, der wird die Sitzung wahrscheinlich etwas länger sein als sonst, weil der Klimaschutzplan selber ja vorliegt und der Diskussionsbedarf ist. Also ich habe dann abends noch einen Termin hier in Düsseldorf und musste dann nach Berlin sausen. Okay. Bei mir ist das schlecht. Wollen wir den nicht vielleicht ver... Ja, und die City-Nightline haben sie eingestellt. Also die MDL hier sagen zumindest, die MDL, die hier sind, sagen zumindest, dass sie nicht... Du kannst am 11. auch nicht, ne? Eine Woche später. Bin ich mir nicht sicher, weiß ich nicht. So, und 18. ist dann ja sowieso wieder turnusmäßig. Ja. 27. also in einer Woche... Lohnt sich das? Passiert in der Zwischenzeit genug? Da wäre ich allerdings auch nicht da. Wollen wir den ausfallen lassen? Also ich würde jetzt als Vorschlag machen, dass wir uns als AK-Treffen in 4 Wochen wieder treffen. Vielleicht kann es ja in 2 Wochen ein kurzes Abstimmungstreffen für Referenten vielleicht zum Thema LEP geben. Das würden wir dann... Da würde ich jetzt an der Stelle vielleicht einfach als Vorschlag in den Raum stellen. Und dann nutzen wir den Block. Okay. Und dann wird sich ergeben, ob man sich treffen muss. Okay. Die Sitzung findet statt und die anderen entschuldigen sich einfach, sodass nur die Referenten übrig bleiben. So wird es dann womöglich in der Praxis aussehen. Okay, alles klar. Okay, dann wissen wir jetzt alle Bescheid und können es Mittagessen gehen. Danke euch.